Es ist wieder Arbeiten in Virtuality angesagt. Ich werde heute zum Rasenmähermann für euch mit Lawn Moving Simulator VR, welches ihr für 19,99 € jetzt im MetaQuest Store erwerben könnt. Ja, Arbeiten in VR, ich habe ja schon mal sowas mit so einem Hochdruckreiniger gezeichnet, das war dann technisch absolute Graupe. Und dann noch Arbeiten in Virtuality, ja, da kam so vieles zusammen und jetzt hoffe ich natürlich wenigstens, dass die Technik hier mitspielt, weil Arbeiten in VR, man muss es mögen oder man mag es halt nicht, ich bin da jetzt nicht so der Fan von, aber trotzdem bin ich natürlich zum Rasenmähermann für euch geworden. Was dabei rausgekommen ist, all das jetzt in diesem Video. Ja, heute wird Rasen gemäht. Ja, mal wieder eine Arbeitsspiele-App, so möchte ich es gerne mal nennen. Also kein Hochdruckreiniger, diesmal gibt es einen Rasenmäher. Und ich muss sagen, der erste Eindruck, es flimmert schon mal nicht. Also ich weiß noch hier mit dem Hochdruckreiniger, das hat mir direkt alles, ne? Das sieht okay aus. Es ist so eine Comic-Grafik, ne? Da kann man eigentlich nicht meckern. So im Hintergrund hier diese Bäume, das ist so ein bisschen matschelig, ne? Das ist ja nicht so super schön. Aber hier das Gras vor mir, das ist schön knackscharf. Das sieht okay aus. Das will auch gemäht werden, das ist sehr hoch. Auch das Menü hier vor mir, ne? Oder hier diese Schrift da, ne? Das sieht auch okay aus. Und wir gehen einfach mal aufs Spiel starten, weil sonst kann ich ja nichts machen. Ich habe ja so Gärtnerhandschuhe an. Auch das ist schön scharf. Also das ist schon mal okay, ne? Also über Sinn und Zweck solcher Spiele, da müssen wir uns natürlich dann, ja, da kann man drüber diskutieren, ne? Meine Fresse, was kann ich alle einstellen, ey? Okay, auf jeden Fall kann ich alles sehr gut lesen, alles ist in Deutsch. Bewegung zu Fuß, da machen wir natürlich erstmal freie. Drehart abgehackt, nein, geschmeidig. Abgehackte Drehendistanz, geschmeidiges Drehtempo. Ich guck mal, ob ich mich schon drehen kann. Oh, das ist aber sehr langsam. Was war das? Das höchste war hier 70? Okay. Okay. Ja, es ist sehr langsam. Okay. So, Greifart, gedrückte Hand, Fahrzeugsteuerung, Hybrid, Interaktion, Controller. Also kann man beides machen. Dann könnt ihr über Controller den Rasenmäher bedienen. Oder halt so, Spielmodus im Stehen. Oh, jetzt bin ich kleiner geworden. POW-orientierte Bewegung. Keine Ahnung. Beutelhöhe. Ich habe keinen. Ich will jetzt nichts hören. So, Beutelplatzierung links, Uhr links, rechts. Mittelpunkteinstellung, nein. Vignette beim Drehen, nein. Könnte auch einstellen. Informationstafel aktivieren, ja, nein. Vibration, ja, an. Handschuhe grün, schwarz, rot, blau, orange, braun, grün. Nehmen wir mal rot, ne? Das ist cool, ne? Ist ja hier VR-Arbeitsfarbe. Lautstärken können wir hier einstellen. Das war's. Zurück. Okay, dann würde ich sagen, starten wir die Karriere hier als Rasenmähermann. Wir haben drei Speicherplätze, wo ihr euch hier was aussuchen dürft. Ich nehme natürlich den ersten. So, benutzt du lieber die linke oder rechte Hand? Das hatten wir doch schon. Bewegung zu Fuß habe ich frei. Willst du Fahrzeuge über Interaktion mit dem Controller oder eine Mischung aus beidem steuern? Lassen wir natürlich Hybrid, da kann ich beides direkt ausprobieren. Mittelpunkt, soll ein Punkt in der Mitte des Sichtfelds angezeigt werden? Nein. Spielmodus im Stehen? Jo, alles gut. Starten. So. Und das sieht jetzt aber nicht so schön aus, das große Bild hier, ne? Okay. So, okay, es flimmert immer noch nicht. Das ist schon mal sehr gut. So. Nutze L, um dich zu bewegen. Im Optionsmenü kannst du zwischen Teleportation und freier Bewegung wählen. Also das läuft absolut butterweich. Das ist okay. Guck mal, ich sogar so ein bisschen Dreck hier in der Schublade, ne? Also, ja, ist okay. So, RT. Ja, warum soll ich hier RT? Oh, ach so. Ah, ja, das hatten wir doch schon. Das geht dann weg, ne? So, gut, dann laufen wir mal. Ich bin sehr klein, muss ich sagen. Guck mal, da ist mein... Ah, da ist schon hier mein Bettmobil, ne? Mein Rasenmobil, okay. Anmelden, was haben wir noch? Guck mal, so ein bisschen Schatten- und Lichtspiele sind hier auch drin, ne? Oh, das ist mein dickes Auto, da kann ich bestimmt mit zum Kunden fahren, ne? Okay. Ja, wie gesagt, es flimmert schon mal nicht. Das ist ja schon mal was wert. So, drücke am Computer im Büro auf die Schaltfläche anmelden. Am Computer, Zack, es hat hier auch irgendwas vibriert. Ach, hier ist meine Uhr. Das ist auch okay, ne? Kann man nicht meckern. Drücke am Computer, um das Hilfemenü aufzurufen. Nur ein bisschen näher muss ich schon, kann ich es besser lesen. Benutze den primären Daumenstick. Okay, gib mal hier, Komforteinstellungen, das kennen wir doch alle schon. Okay, also das kann ich jetzt da nicht lesen, was da steht. Da muss ich wirklich sehr nah dran. Begib dich in die Garage, okay. Ah, das steht hier auch, ne? Begib dich in die Garage. Yeah. Nimm ein Mähermesser, das neben der Schleifmaschine liegt.
Schalte die Schleifmaschine ein, halte das Messer an den sich drehenden Schleifstein. Warum ist meine Uhr hier schon wieder am Vibrieren? Also nicht die im Spiel, sondern egal. So, hier können wir Akkus aufladen. Was? Da stand was. Platziere Stieger-Akkus in Stieger-Ladestation, um sie zu laden. Mhm. Okay, wir nehmen jetzt erstmal so ein Schärflatt hier. Okay, sogar ein bisschen abgenutzt hier, ne? Guck mal. So, und jetzt drücke den rot-grünen Schalter, um die Schleifmaschine an- oder auszuschalten. Boah, das dreht sich sogar. Um ein Mähmesser zu schärfen, musst du es gegen... Mhm. Das vibriert hier sogar. Ich habe sogar echt so ein bisschen Feedback, als würde ich das hier wirklich dran halten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm, ich nehme die andere Seite hier. Yeah. Bring das Messer zum Mäher, der auf der Hebebühne steht. Und dann soll ich irgendwie so ein... Was ist das denn da? Guck mal da. Freischneider und sowas, ne? Was hier alle gibt, ne? So, und jetzt? Halte das Messer an die freie Stelle unter der Mähkammer und lass los. Hallo? Ja, komm, wo ist denn hier? Was ist denn? So? Zum Befestigen, Mähmesser. Ja, wo soll ich das hier dran machen? Drücke die Falltaste, um die zu senken. Ja, mach mal ein bisschen runter hier. So. Aua. So. Okay. Und jetzt? Ah, guck mal, ich muss das hier wirklich festdrehen. Okay, habe ich. Repariere den Mäher auf der Hebebühne. Reparieren. Okay, guck mal, es geht voll automatisch. Sehr cool. Drücke die Pfeilschalter, um die zu lenken. Drück, was? Bewege die mit dem Mäher mit Hilfe des entsprechenden Schalters nach unten. Okay, der Controller vibriert die ganze Zeit, wenn ich hier was mache. Ne? Fahre zum Gras neben der Garage, mähe 10% des Rasens. Also das kann ich ja hier wegtun. Ne? Aber das ist optisch echt ansprechend. Das ich habe jetzt wieder damit gerechnet, das würde hier wieder alles flimmern. Ne? Zum Auf- und Absteigen greifen. Cool, ich habe hier meinen eigenen Mäher. Okay. So, und jetzt? Zum Starten Startknopf drücken. Wo ist denn der? Ach, da. Zum Starten des Mähers Taste 1A gedrückt halten. Lenkrad greifen. Okay. Ja, und jetzt? Muss ich den? Ach, guck mal, Trigger hier drücken. Motorlast wird mir sogar angezeigt. Zum Bremsen, rückwärts fahren, linken Trigger gedrückt halten. Okay. Fortschritt, Fahrzeugmotor, okay. Zum Anpassen der Schnitthöhe Hebel benutzen. Okay, 8 cm. 7, 6, 5, 4. Ja, weg hier die ganzen Rotz, also auf 3. Yeah, ich bin der Low Mover Man. So, jetzt können wir hier schon schneiden. Ja, tatsächlich. Guck mal. Aber das ist ja ein bisschen mehr wie 3 cm, oder? So, die Schnitthöhe steht da auch. Ist spektakulär, Leute. Geil. Da kann man sich den ganzen Sonntagnachmittag mit beschäftigen, ne? Das Ding hat aber ein bisschen vorbietet Rendering unten, das muss ich sagen. Ja, also es fällt nicht auf, nur wenn man mit den Augen ganz ja, nach unten blinzelt, ne, dann sieht man das so ganz leicht ein bisschen, ne, aber nicht viel. Kann man auch die Blumen kaputt fahren hier? Guck mal. Ne. Unsichtbare Wand. Wow. Jetzt fehlt noch so ein Zombie-Modus, ne? Spektakulär. So, ich hab's geschafft. Nutze ProView, während du in Richtung Gras schaust. Ah, okay. Am Computer im Büro wartet eine Nachricht auf dich. Ja, ich fahre aber zum Büro. Wenn ich fahre, kann ich hier rechts nicht drücken, dann passiert nichts. Muss ich wirklich stehen? Tatsächlich.
So. Ja, so viel Zeit muss sein, Leute. Ich fahre doch hier mit meinen Wägelchen ins Büro. Ich laufe doch nicht, ne? So, machen wir hier das Schneideding aus. Das brauchen wir ja nicht mehr, ne? Das ist Schneiden. Jetzt fahren wir nur. Ich höre sogar den Akkumotor hier. Da arbeitet jemand daneben an. Ich fahre jetzt bis in mein Büro rein. Ich guck mal, ob das geht. Ne. Ach, scheiße. Ich doch laufen. So, wie steige ich ab? Einfach da greifen, okay. Cool, da ist mein Vehikel hier. Kann man da das Gras rausholen? Ne. Schickes Ding. So, ich habe eine Nachricht an meinen Computer anmelden. Nutze den Computer im Büro, um Auftragsinformationen und Nachrichten vom Manager anzusehen und zu akzeptieren und um das Übermenü zu öffnen. Okay, Grünschnabel, das wird deine erste echte Herausforderung. Mach deine Arbeit gut, dann werden wir ja sehen, wie weit du noch kommst. Auftrag anzeigen. Auftragswert 100, was ist das? Pfund, ne? Trainingsprüfbonus 100 Pfund. Fahrzeug Stigfa Swift. Rasentrimmerstieger 700D, Grashöhe 20 bis 25, Schnitthöhenspanne 5 cm, Abschluss 95%. Okay, mach mal. So, und jetzt? Was muss ich machen? Okay. Lade den Swift auf den Anhänger, schließe nach Aufladen des Mähers die Anhängertür, lade den auf den Pickup. Okay, also müssen wir jetzt erstmal das Ding aufladen. Das finde ich ja schon mal sehr cool. Nee, rückwärts. Achso, ich muss ihn anmachen, ne? Hallo? Wieso kann ich nicht lenken? Was ist das hier? So. Das passt nicht so. So, jetzt passt es, ne? Aber ich kann das jetzt auch, wenn ich möchte, hier mit Hybrid, ne? Ja, guck mal, kann ich auch. Also ich kann jetzt hier praktisch so hier mit den Controllern. Okay. Aber das machen wir nicht, ne? Wir machen das hier vernünftig. So. Wie geht das? Ja, und jetzt? Zum Aufabsteigen greifen? Muss ich das jetzt erst hier? Guck mal, ich muss das hier. Ey! Hallo! Komm her, du blöde Klappe! So. Auf Absteigen? Ist das wieder aus? Mann, der geht immer aus hier. Hallo, geh an! Ja, was denn jetzt? Piep, piep, piep. So, jetzt lade ich hier meinen Rasenmäher auf. Ich bin der Rasenmähermann. Lass alle an meinen Rasen dran. So. Fertig. Okay. Was ist denn da jetzt wieder? So. Muss ich mich jetzt bücken oder was? Geht nicht. Ach, da ist was. Okay. Mach zu, das. Jetzt machst du den nicht mehr zu. Ach, das geht mir dort schon wieder ein bisschen um den Senkel hier. So, fertig. Rasentrimmer mitgenommen hier, ne? Oder Kantenschneider, was immer es ist. Wie geht denn das hier? Guck mal. Das muss ich einmal ausprobieren, das Ding. Kann man auch rennen? Kann man hier den Besen kaputt machen? Nein. Okay, ja, wir laden den auf. Den muss ich alleine noch benutzen. So, der kommt jetzt hier auf den Wagen. Zack. Und jetzt? Schließe nach Aufladen des Equipment. Hab ich doch. Ich darf nicht fahren. Was war das denn? Hä? Ach, ich bin in die Trommel reingelaufen. So. Schließe nach dem Aufladen des Equipments die Anhängertür. Ach so, den da. Guck mal, alles muss man hier machen, ey. Aufgabenliste abgeschlossen. Interagiere mit der Pickup-Tür, um zum Auftragsort zu gelangen. Hallo? Hab ich. So. So, willkommen bei deinem ersten Auftrag. Deine Aufgabe ist es, das gesamte Gras, das dir im Pro-View angezeigt wird, auf die im Pausenmenü angegebene Länge zu kürzen. Sammle unbedingt alle Objekte, die dir bei der Terrainprüfung angezeigt werden, ein und stecke sie in den Beutel an deiner Hüfte. Ah, da ist mein Beutel hier, guck mal. So. Was sollen da alle sammeln, ey? Da Kacke?
Also ProView geht nur, wenn ich mich gar nicht bewege, ne? Hier ist Müll. Was ist denn, wenn ich da drüber fahre? Okay. So, jetzt muss ich erstmal jemanden... Jetzt soll ich 95% davon mähen. Was war denn das auf? Terrainprüfung. Okay, was ist das? Mhm. Rasentrimmer, 99%. Messer für... Achso, das zeigt mir an. So, jetzt muss ich erstmal Terrainprüfung machen hier, ne? Okay. Da ist was. Hallo? So. Alles hier erstmal aufräumen. Was waren das denn hier für Säufer? Ey, was haben die überhaupt gesoffen? Aber die Dose ist schön scharf. So. Und meine Hand geht so durch den Beutel hier, guck mal. Aber das leuchtet nicht immer, ne? Mein Gott, ist das hier eine Müllhalde. Ich denke, ich soll Rasenmähen noch nie aufräumen, ey. Mann, 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 Mann. Drei noch. Ach, rechten. Da. Wieso kann ich nie rennen? Ach. So. Da war was, ne? Da, ein Gartenzwerg. So, wo ist noch was? Da versteckt. Mein Gott, nee. Ein Ball? Okay. 9 von 9 habe ich, ne? Super, so, jetzt kann ich mähen gehen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was war's denn hier? Wo sehe ich denn das? Pausemenü? Ach ja, guck mal, Schnitthöhe 5 cm. Okay, 5 cm. Aha, Auftragsinformationen. Okay. Ach Mann! Irgendwas ist immer, ne? Ach, ist. Oh. Das geht mir schon wieder ein bisschen um den Zwackel hier, ne? Jetzt bleibt doch unten, ey. So. Ach, falsche Seite. Mann. So. Ich bin falsch gedreht hier. Was soll das? Einmal mal hier neu zentrieren. So, jetzt passt es. So. So, was war das? 5 cm, ne? Da, 5 cm. So, und jetzt fahren wir. Und schnibbeln hier das Gras. Dum-di-dum. Dum-di-dum. So, wie viel soll ich? 95%? Oh, da ist ein Blumenbeet im Weg. Hallo! Gibt es denn auch mit Turbo oder was? Also technisch, so optisch, ne, und so, da sieht das schon einigermaßen okay aus, muss ich sagen. Ne? Kann man jetzt so nicht meckern. Aber ob ich das jetzt hier die ganze Zeit machen muss, ne? Rasenmähen, also das weiß ich ja nicht, ey. So, hier habe ich ja schon gemäht. So, mähen wir natürlich jetzt hier normal, ne? Also die nächste Spur. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert denn das jetzt, bis ich hier fertig bin. Ah, da habe ich schon. Ach, shit. Bin kein guter Rasenmäher, Mann. Merkt das schon. So, Fahrzeug, Motorlast. Ist das okay, was ich hier mache? Spektakulär, ne? Spätestens jetzt machen viele das Video aus, weil es ja auch sehr spektakulär ist, was ich hier mache. Ein Kreisfahren und Rasenmähen. Leute, 95% muss ich schaffen. Ich bin doch schon bei 25. Ich gebe doch hier alles. Ach, wieder hier so eine blöde Kurve, nicht schön genommen, ne? So. Bisschen Radio wäre hier ganz cool, ne? Also ich meine, wenn man hier schon so monoton durch die Gegend fährt, ne? Hi. Bisschen Musik, oder? Oder muss ich selber singen?
Mein Gott, aber das habe ich hier nicht schön gemacht, ne? So, jetzt ein bisschen eher abbiegen hier. Das war schon ein bisschen besser, ne? Aber ich lasse unheimlich viel stehen hier bei meiner Abbiegekünste hier. Oh, das geht hier gleich nicht mehr mit dem Abbiegen. Ich habe noch niemals die Hälfte, ey. Hallo, der Vogel ist im Weg hier. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Vogel! Ich habe den Vogel über kaputt gemäht. Ja, egal. Mein Gott. Kauf sich einen neuen. Ne? So, ich habe hier, meine Hand war schon wieder weg vom... Wieso verschwindet denn meine Hand hier immer? Also, wenn ich abziehe. Guck mal, wenn ich das hier wegziehe. Also, bei der rechten geht das auch. Wo ist denn der Vogel? Boah, Leute, ich habe hier Kraut und Rüben gemacht. Kann ich auch hier rüberfahren, wenn ich gerne möchte? Aber das kann ich sogar. Guck mal. Guck mal hier, das ist bestimmt hier so ein Superrasen. Den mähe ich den jetzt weg. Ach, guck mal, die kann man auch wahrscheinlich alle umfahren. So, ich verwüste den Garten hier. Zack. Gut, ne? Hallo? Oh. Ja, was denn? Die sollen doch sehen, dass ich da war, oder nicht? Guck mal. Ja. Ne? Oh. So, ich mach das Ganze jetzt mal hier. So, über den Stick. Ach, guck mal, da kann man sogar sich jetzt schön in Sessel flezen, ne? Und dann schön die Füße hoch. Da ist eine Tasse Kaffee dabei. Und dann kann man hier rummähen. Oh, ich höre immer die Blumen, wenn ich hier durchfahre. Weißt du, wenn ich da komplett durchheiz? Das geht nicht, doch. Was denn? Habe ich das gut gemacht? Ja, ne? Da war Unkraut. Bestimmt. Ja, was soll ich sagen? Es ist Rasenmäher, Mann. Ne? Man kann ja den Rasen mähen. Mein Fahrzeug nur noch 98%. Es hat Schaden genommen. Ja, wie soll ich denn hier auf 100% kommen? Was war das? 95? Soll ich das da hinten auch alle mähen oder was? Nein. Machen wir wieder vernünftig hier. So, ich schau mal, was wir haben alles stehen gelassen. So, guck mal. Habe ich doch super gemacht, oder? Der ist bestimmt zufrieden, der Kunde. So. So, steig mal aus hier. Kriegen wir das hier auch auf 5 cm? Weiß ich nicht. Ich probiere das mal. Ach, guck mal, das müssen wir auch machen hier. Müssen das ja schön machen hier, guck mal. Zack. So, der Rasen muss weg, der Rasen muss weg. Die Lampe muss auch weg, so. Ich muss ja irgendwie auf meine 95% oder was kommen, ne? Kann man auch die Blumen hier wegsensen? Ja, tja, guck mal hier, ich kann hier voll aufräumen, ey. Super. Zack, zack. Yeah. Ich mach den Supergarten hier. Kann man den Garten zurechtköppen? Na komm, wir machen das. Komm, ab die Rübe. Geht nicht. Yeah, hier, komm, wir ernten Tomaten. Das geht auch nicht. Okay, alles könnt ihr nicht kaputt machen. Ja, ich komme gerne zu euch Rasenmähen, wenn ihr möchtet. Spektakulär. Also für mich ist das nichts. Also, wer auf sowas steht, der bekommt jetzt hier so eine Okay-App, sag ich mal. Das ist okay. Aber... dauerhaft damit irgendwie beschäftigen möchte ich mich, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich möchte den Auftrag hier wenigstens abschließen. Also das muss ich ja irgendwie hinkriegen. Ja, guck mal, was hier alles steht. Ich brauche dann nochmal mein Auto hier, glaube ich.
Ich habe schon den ganzen Gras hier im Rachen. Was ist denn? Hallo? So. Aber ist schon cool gemacht mit dem Aufladen, Abladen und so, ne? Guck mal. So. Das stimmt schon wieder nicht mit gerade und so, ne? Muss ich wieder zentrieren. Ach nee, anmachen. So. Okay. So, wir haben gerade mal 64%. Das hatten wir doch gerade auch, obwohl ich jetzt hier mit meinem... Oh, das Ding, das kriegt hier keine Kurve, ey. Was denn? Wieso ist denn da eine Mauer hinter mir? 97%. So, jetzt macht er den Gras weg da. Komm. Das müsste aber jetzt hier richtig Prozente geben, wenn ich hier einmal drüber dübel, ne? Ja, guck mal da, jetzt geht das hier richtig wieder nach oben hier. 65, 66. 67. Oh, ich habe die Lampe kaputt gemacht. Kann auch rückwärts, guck mal. Oh, nicht. Mann. Ich habe alles zerstört, ey. Ich muss ja gleich Geld hier lassen, ey. Ich weiß nicht, bekomme ich ja gar nichts für. So, wo war denn jetzt hier noch ganz viel? Hallo, ich lenke doch anders, ey. Also wenn ihr die Hand so ein bisschen wegzieht, dann... Ach, das ist ein bisschen blöd gemacht, ey. Also es ist doch nicht so ganz perfekt, ne? Das ist halt so mit Luftlenkrädern. Das funktioniert nicht immer so, wie man das will. 72%. Ach Mann. So, den Rand hier kann ich gar nicht, ne? So, hier zählt er wieder hier was. Komm. Oh, das ist aber hier nichts für Ungeduldige, also für mich. Ich kann mal ganz ehrlich sagen hier. 75% gerade mal. Ey. 76. Das dauert ja noch ewig, bis ich hier... Hallo! Ach Leute, jetzt bin ich ein bisschen genervt langsam hier, ey. Ach, das ist doch scheiße immer, dass die Hand da wegflutscht, ey. Ich bin ja noch morgen dran hier mit dem Kack. Also meins ist es nicht. So, wo ist denn hier noch was? Ach du Jemine, ey. So viel noch? Da ist aber kein Job hier für mich, echt nicht. Ich habe ja noch 95 muss ich, ne? Boah, das kriege ich nicht fertig hier, ich sehe das schon. Wir fahren mal hier. Der fährt doch nicht da in die Ecke hier. Hier passiert doch nichts, wenn ich hier rumfahre, ey. Kann man den Auftrag jetzt hier schon abgeben? Ist das fertig? Ist das in Ordnung? Ich finde das super, was ich hier gemacht habe. Guck mal, da steht noch ein bisschen was. Vielleicht kann ich hier noch richtig was mitnehmen. Komm, wir gucken nochmal. Hallo, fahr doch mal. Ja, komm, jetzt kommt der hier nochmal so ein bisschen, ne? So, die Lampe. Ach, scheiße. Ja, gut, das reicht, ne? Okay. Ja, ich glaube, das reicht für den ersten Eindruck. Es ist auch wenigstens ein bisschen unspektakulär, ne? Ja, ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich glaube, man kann das Ding auch noch tunen oder was weiß ich da irgendwie reparieren und Sachen kaufen. Ich laufe hier mal rum. Guck noch mal kurz für euch, ob hier noch was ist. Ja, ich habe jetzt keine Lust hier noch irgendwie. Du hast 25% der vertraglichen Mähbedingungen erfüllt. Ja, das ist doch okay. Fortschritt. Einnahmen. Das finde ich super. Ist sowieso hier, der Rasentrimmer ist fast leer. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, hallo, gib mal Kohle, ich bin fertig. Ich habe alles gegeben. Ja, aber da stand doch gerade noch was anders hier mit. Auftrag.
Okay, ich guck mal hier. Abschlussvoraussetzung. Ich muss echt 95%. Ich habe 9 Blumen gekillt, aber noch keinen. Den Gartenzweig habe ich noch ganz gelassen. 708 Meter bin ich gefahren. 390 Meter bin ich gelaufen. Und keine Ahnung. Jo. So, Auftragsinformation. Ich komme hier nicht raus, ne? So, speichern, beenden. Beenden. Da, seht ihr, habe ich noch nicht fertig, ne? Aber okay. So, speichern und beenden. Ja, machen wir so. Willst du das Spiel wirklich beenden? Nein, 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 will ich doch nicht. Okay. Geh wieder raus. Egal. So. Ja, ich laufe noch ein bisschen durch den Garten hier, fahre noch ein bisschen Rasenmäher. Ne, mache ich nicht. Aber ja, ihr guckt natürlich jetzt das Fazit mit mir. Das Gute vorweg, die Technik hat hier mitgespielt. Also es sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Da flimmert nichts. Alles ist in Deutsch. Es sind ein paar interaktive Sachen bei, wie Aufladen des Rasenmähers. Ne? Okay, das mit der Klappe hat nicht so 100% funktioniert. Ne? Ich muss die Messer schleifen und sowas. Ne? Das ist schon alles sehr, sehr cool. Ne? Auftragsbuch ist drin. Das funktioniert alles wunderbar. Ein Riesenmenü, für jeden sollte was dabei sein. Teleportation, freie Bewegung und so weiter. Also hier kann man eigentlich nicht meckern. Bleibt natürlich das Spiel selber. Rasenmähen. Ja? Also das hat mich jetzt nicht abgeholt. Das heißt, das Video war natürlich jetzt auch nicht so mega spektakulär, weil ich bin hier einfach mit meinem Rasenmäher rumgecruised. Und das ist gar nicht so einfach, weil das Ding hat ein kleines Manko, wenn ihr so fahrt. Sobald ihr die Hand ein bisschen abzieht, auch wenn ihr die Grifftaste gedrückt haltet, dann flutscht die Hand weg und ihr lenkt irgendwie sonst wohin. Also das Ding wirklich so zu fahren, ist gar nicht so einfach. Ich habe gemerkt, wenn ich nur mit dem Stick fahre, kann ich viel akkurater fahren, aber dann brauche ich das Ding nicht in Virtual Reality, da macht das irgendwie keinen Spaß mehr. Man möchte ja diese Interaktion mit dem Rasenmäher. Ja, bis ich die 95% da hätte abgemäht, wäre noch ein bisschen Zeit vergangen, deswegen habe ich abgebrochen. Also man braucht ein bisschen Geduld, ist ein chilliges Spiel und da fehlt dann die Musik. Ja, warum keine Musik im Spiel? Warum nicht so ein Radio da dran hängen an dem Ding? Vielleicht kann ich mir später noch eins kaufen, das weiß ich natürlich nicht, weil ich jetzt nach hinten raus nicht weitergespielt habe. Ich weiß ja nicht, was da alles noch so kommt, aber im Kern ist es halt Rasenmähen, ja. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, dass ihr einfach mal so chillig so ein paar Gärten ja, rasenmähen, also nicht so wie ich verwüsten, ne? Also ihr wisst schon, ne? Dann könnt ihr zuschlagen, weil wie gesagt, technisch, abgesehen von dem Lenken, sieht das wirklich sehr cool aus. Da kann man echt nicht meckern, ist alles relativ gut durchdacht, aber das Thema selber holt mich absolut gar nicht ab, das muss ich einfach so sagen. Ja, jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Steht ihr auf solche Art von Spielen? Habt ihr auf den Rasenmähermann gewartet? Oder sagt ihr auch, nee, also das brauche ich nicht, wenn ich von der Arbeit komme, dann will ich irgendwie rumballern oder Rätselspiele spielen oder sonst irgendwie was, ja. Aber nicht dann nochmal arbeiten gehen in Virtual Reality. All das, schreibt das mal hier unten in die Kommentarbox. Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Joint gerne dieser großen, chilligen VR-Community. Und der Link zu unserem Discord ist natürlich in der Videobeschreibung zu finden. Oder ihr gebt einfach vr-discord.de ein und schon bekommt ihr eine Einladung. Wir freuen uns auf euch. Ja, solltet ihr euch jetzt das Spiel kaufen, wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg. Verwüstet mir nicht die ganzen Gärten. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen.